Polizeistaat und Bayern ist ein Polizeistaat. Bayern ist für mich seit Landshut kein Rechtsstaat mehr. Die Landshuter haben den Rechtsstaat in Bayern zu Grabe getragen und das werden wir bei weiteren Demonstrationen künftig auch tun, weil das ist die aktuelle Reaktion, die wir auf Bayern leider haben müssen. Ich hoffe, dass der Herr Kollege Herrmann das Versammlungsrecht wirklich ernst nimmt. Wir können das morgen in Nürnberg wieder testen. Und das, was gerade in München passiert, da werden wir gegen die Polizei, die das veranstaltet, auch strafrechtlich vorgehen. Das ist nämlich Störung von Demonstrationen und das ist im bayerischen Versammlungsrecht eine Straftat, wenn diese nicht verboten sind. Und auch die Polizei kann sich strafbar machen und dagegen werden wir vorgehen. Wir können hier sehr genau differenzieren und das ist das auch, was ich noch zum Bayerischen Rundfunk und zur Presse sagen wollte, wo auch der Herr Sundermeier wirklich recht hat. Also ich habe mich mit ihm im Nachhinein noch unterhalten. Auch wir müssen, und ich tue das schon sehr lange, aufpassen, dass wir die Menschen nicht alle über einen Kamm scheren. Und es gilt auch für Pressevertreter. Ich bin schon oft dazwischen gegangen, als Leute von unseren Demos, ich setze das immer in Anführungsstrichen, weil wir da ja nicht einteilen wollen, auf Pressevertreter losgehen. Das solltet ihr nicht tun. Da bin ich sehr stark dagegen. Hört euch die Leute an. Hört euch auch den Herr Sundermeier an, falls ihr ihn mal seht. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder sehen. Also versucht da wirklich immer friedlich zu bleiben und zwar auch verbal friedlich. Nicht einfach die Presse, der und was macht ihr hier. Schaut euch erstmal an, was sie zu sagen haben, weil auch bei der Presse ist es inzwischen so, die meisten haben die Schnauze voll und die brauchen von euch den Mut und die Unterstützung, dass sie die Seiten wechseln. Entweder direkt offiziell oder zumindest hinter der Bühne. Und auch da tut sich sehr, sehr viel. Wir kommen in die Presse und man hört uns immer mehr zu. Und dann ist es unsere Aufgabe, auch die Pressevertreter ernst zu nehmen und natürlich auch jeden mit Respekt zu behandeln, auch wenn der ein oder andere das mit uns manchmal nicht tut. Das ist ein ganz wichtiger Appell. Haltet euch bitte dran und verinnerlicht es auch. Wir sollten immer nur die kritisieren, die es auch verdient haben. Ja? Und komme schon wieder nach Bayern, heute springe ich so ein bisschen. Wenn die Bundeswehr jetzt in München aushelfen soll, dann schlage ich meinem weiteren Kollegen Söder doch einfach mal vor, das Grundgesetz und die Entstehungsgeschichte sich nochmal genau anzuschauen. Die Bundeswehr hat im Inneren nichts zu suchen. Es ist das eine. Wenn man an der Oder einen Damm baut, das kann die Bundeswehr. Es ist was komplett anderes, wenn die Bundeswehr dazu eingesetzt werden soll, vermeintlichen Infektionsschutz und staatliche Repressalien durchzusetzen. Aus gutem Grund ist das getrennt, und zwar eigentlich in jeder Demokratie. Und wenn wir hören, dass in Bayern die Bundeswehr mithelfen soll, dann sollten alle, aber auch alle Alarmglocken klingeln, wie weit wir in diesem Land schon wieder sind, Herr Söder. Und das alles aufgrund von ansteigenden Fallzahlen, bei ansteigenden Testzahlen, auf einen Test, der nun überhaupt nichts aussagt, was ja auch bayerische Professorinnen, wie die Frau Kämmerer, Professor Kämmerer, wie ich richtig sagen sollte, unter anderem darauf hingewiesen hat. Und bei einer epidemischen Lage, die so nicht mehr besteht, wo der Professor Kingreen aus Regensburg darauf hingewiesen hat, also die sind aus Bayern, die Bayern müssten sich noch nicht mal Experten dazu holen, die können auch einfach mal die eigenen Fachleute fragen, aber offenbar hat der Herr Söder darauf keine Lust und das sollte er mal dringend tun, weil ich habe das Gefühl, er weiß sehr wohl, dass hier was falsch läuft und ich habe auch leider die Befürchtung, dass er das bewusst ausnutzt. Das möchte ich nicht jedem unterstellen, aber bei meinem Kollegen Söder ist es doch relativ offensichtlich und vielleicht stellt auch er sich mal dem Diskurs. Ja, ich wohne nicht so weit weg von München und vielleicht machen wir das auch einmal im Zweiergespräch, wo jeder mal was sagen darf und wo nicht irgendwelche Einspieler gebracht werden, nur um irgendwelches Framing zu betreiben, das euch sowieso keiner mehr abkauft. Mich hat gerade meine beste Freundin angerufen, ihr Freund hat mit jemand aus Australien, aus Melbourne telefoniert. Und dann kann man mal so ein bisschen schauen, wohin die Reise hingehen könnte.
Australien ist momentan, und ich kenne das Land sehr gut, ich war da mehrere Monate, ich habe wirklich das meiste angeschaut, ich kann das beurteilen. Meine Schwester lebt seit 14 Jahren dort. Und das, was ich in Australien und anderen Ländern sehe, das ist extrem gefährlich. Ja, Australien ist ein, da reicht das Wort Polizeistaat nicht mehr. Da dürfen die Menschen, ich habe mir es aufgeschrieben, eine Stunde am Tag im Radius von 5 Kilometern ihr Haus verlassen. Das wird mit Drohnen überwacht, das wird mit der Polizei überwacht. Das ist eine Diktatur, nichts anderes. Und Australien ist ein modernes, westliches Land. Früher sind die Gefangenen dorthin gekommen, heute ist es wieder eine Gefangeneninsel. Und dann sollte man auch mal, wenn wir etwas kritisieren, und wenn ich sage in meinem Telegram-Kanal, übrigens danke an den Bayerischen Rundfunk für die Werbung, wenn ich sage, wir haben Parallelen zu den 20er und 30er Jahren, was heute auch ein Kollege, der Dirk Sattelmeier, erwähnt hat, vielleicht auch einfach mal zuhören, anstatt diese Empörung, das kann man nicht sagen, doch, das kann man sagen. Das hat man versucht, uns in der Schule beizubringen. Und im Gegensatz zu manchen anderen haben wir vielleicht ein bisschen zugehört. Und ich erkenne diese Parallelen und ich werde sie so lange ansprechen, bis ich es nicht mehr ansprechen muss, weil die Menschen verstanden haben, was hier alles falsch läuft. Bravo! Es ist immer das Gleiche, es ist immer die gleiche Leier. Jeder, der das System oder die Regierung oder wie auch immer kritisiert, wird in irgendeine Ecke gedrängt. Ich habe kürzlich mit jemandem auf unserer Ulmer Demo gesprochen, wo auch spontan sehr viele Kinder auf die Bühne kamen, weil wir in Bayern damals noch Maskenpflicht hatten. Also die Kleinste war 7 Jahre alt. Und da habe ich unter anderem mit jemandem gesprochen, der bei der Pershing 2-Bewegung noch dabei war. Wir hatten in Mutlangen mal ein Atomwaffenlager. Und dann unterhalten wir sich mal, wie seid ihr damals eigentlich behandelt worden? Ja, wir waren dann halt die Linksextremisten. Ja, damals waren es die Linksextremisten, die waren genauso wenig linksextrem, wie wir rechtsextrem sind. Aber das ist immer wieder die gleiche Leier. Jeder, der protestiert, wird in ein Lager gebracht, nur um andere Menschen daran zu hindern, auf die Straße zu gehen. Aber diese Art der Spaltung, die funktioniert nicht mehr und das haben die Menschen verstanden. Und deswegen haben einige in diesem Land völlig zu Recht Angst vor dieser Bewegung, weil die an ihren Stühlen rüttelt und weil diese Stühle irgendwann fallen werden. Man muss endlich mal an die Ursachen rangehen. Und ich habe gerade mit einem Freund von mir auch, der Messebau betreibt, gesprochen. Wir haben jetzt gerade auch wieder bei Bayerischen Rundfunk, da wurden einige Fallbeispiele gebracht. Ja, ich habe mich bewusst beim einen oder anderen zurückgehalten. Es war so ein bisschen Taktik. Es ist schön, dass die Frau Frommhold sich um Menschen mit Folgeschäden kümmert. Ja, möchte ich nicht negieren. Aber ich möchte vielleicht auch mal an die 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit, ich weiß nicht, ob es noch so viele sind, gedacht haben, ich möchte daran denken, dass Unternehmer, die wirklich ja über Jahrzehnte etwas aufgebaut haben, vom deutschen Staat gezielt vernichtet werden, nur dafür, dass am Ende reiche Großkonzerne die alle abkaufen können. Und darüber spricht in unserer verlogenen Politik niemand. Aber was das Spannende war bei diesem Bayerischen Rundfunk, ich habe keinen einzigen Widerspruch gehört auf die medizinischen Themen. Und das fand ich schon interessant. Also offenbar wollte man die Diskussion Ioannidis, Sterblichkeit, PCR-Test und so weiter, man wollte sie nicht führen, weil man weiß, man unterliegt. Und wenn man auch gegen einen Anwalt unterliegt, dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn sie mal den Professor Bhakti oder andere Namhafte einladen. Gut, ich muss zum Ende kommen, wir müssen gleich weiterlaufen und loslaufen. Was ich sagen möchte, das ist der letzte Appell. Leute, seid mutig und tragt diesen Mut nach außen, weil das ist das, was wir brauchen. Dann kann der Herr Sundermeier nicht mehr sagen, wir sind eine Bewegung von 30.000, 40.000 Menschen, sondern wir sind eine Bewegung von Millionen. Das Einzige, was noch fehlt, ist wirklich diesen Mut auf die Straße und in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da tut sich sehr, sehr viel und die meisten Menschen haben nur Angst, was passieren könnte. Ich kann euch nur immer wieder was sagen, es werden nur gute Dinge passieren. Ihr werdet ein paar falsche Freunde verlieren und ihr werdet viele, viele gute Freunde dazu gewinnen. So war es bei mir, so ist es bei allen
bei uns im Team. Also traut euch, geht auf die Straße, wehrt euch. Wir müssen heute nicht mehr gegen Panzer kämpfen, wir müssen nur gegen die eigene Angst kämpfen. Und diesen Kampf, den werden wir gewinnen. Und jetzt laufen wir ein bisschen durch Köln. Danke. Danke schön. Bitte einen Riesenapplaus für Markus Heinz. So, und natürlich gelten auch in der Demo die bekannten Auflagen. Also ich werde mitlaufen. Ihr kennt es, haltet euch dran. Die Polizei ist hier sehr kooperativ und ja, ich bin dann wieder in meiner Anwaltsfunktion. Ich hoffe, ich musste nicht ausführen. Danke. So, ihr kennt das ja bei mir, ist natürlich die Rede heute, glaube ich.